Der Dithmarscher Musiker Hans Hartz hat nicht mal seinen 60. Geburtstag erlebt. In diesem Jahr wäre er 70 geworden. Seine Karriere war von steilen Aufs und Abs geprägt. Das können wir in der kürzlich erschienenen Biografie nachlesen oder uns jetzt in der Zeitreise erzählen lassen. Die Sowjetunion droht mit Mittelstreckenraketen vom Typ SS-20. Die USA setzen Pershing 2 und Cruise Missiles dagegen. Das Wettrüsten zwischen Ost und West verschärft sich Anfang der 80er Jahre. Die Angst vor einem Nuklearkrieg wächst. Die weißen Tauben sind müde. Sie fliegen lange schon nicht mehr. Sie haben viel zu schwere Flügel. Hans Hartz trifft den Nerv der Friedensbewegung. Geboren am 22.10.1943 im ersten Stock der Dithmarscher Landesschule in Lunden. Sein Vater ist hier Schulleiter. Hans Hartz ist das jüngste Kind von vieren. Schon früh lernt er Gitarre und Klavier spielen, wird Frontmann in einer der ältesten Bands des Landes, den Tornados. Mit 19 muss er das Husumer Gymnasium verlassen. Sein eigener Vater lässt ihn durch das Vorabitur rauschen. Die Musik war praktisch das, deren wegen ich alles geschmissen habe, mein Abitur damals, weil ich einfach nicht mehr konzentriert war auf Hausaufgaben, auf Lernen zum Abi hin. Er hat viel gesungen, war immer fröhlich, vor allem wenn er aus der Schule kam und nicht in die Schule ging. Musikproduzent Christoph Bussel bekommt Anfang der 80er Jahre durch einen Zufall ein Demoband von Hans Hartz auf den Tisch. Und das kriegte ich und hörte mir das an und es klang sowas von öde und langweilig. Es war so nur Songs drauf, so Chris Roberts-mäßig von der Stimme her, Schlager mit gar nicht gut. Und in einem Lied, was weiß ich, fünfte oder sechste, hat er plötzlich in einem Refrain angesetzt und hatte diese Stimme, unter der wir ihn alle kennen im Moment. Da ich gesagt, das ist genau, wenn er das kann, dann will ich das haben. Und so kamen wir zusammen. Mit Unser Land, dem Titelsong der NDR-Serie Schwarz-Rot-Gold, wird erstmals ganz Deutschland auf Hans Hartz aufmerksam. Und er sagt, jetzt machen wir mal ein Friedenslied, wo das Wort Frieden nicht vorkommt. Das war mir ja sehr wichtig bei den Tauben, ne? Dass es eigentlich nur so ein Symbol ist. Und das ging plötzlich ab, über Nacht, das glaubt man gar nicht. Ja, wenn man sowas noch nie gemacht hat und nicht geplant hat, und dann ruft einen die Plattenfirma an und sagt, heute schon wieder 40.000 Bestellungen. Ne, das ist völlig, völlig verrückt. Die meisten Tauben sind müde. Sie fliegen lange schon nicht mehr. Sie haben viel zu schwere Flügel. 5 erfolgreiche Platten produziert Christoph Bussel mit Hans Hartz. Neben zahlreichen Fernsehauftritten geht es von Husum aus immer wieder auf Konzerttouren. In Berlin hat er bei mir in der Wohnung auf dem Sofa geschlafen, während wir die Demos machten. Und dann kam plötzlich dieser Monstererfolg. Da konnte er, glaube ich, nicht so ganz gut mit umgehen, weil die Plattenfirmen auch immer den Fehler machen, dass sie dann die Sänger auf Reisen schicken. Und dann wohnen die gleich im Interconti in Köln und, ne, und da ist dann natürlich alles teuer und gut. Und wenn man so von null nach oben fährt, das ist immer etwas kritisch. Da hat er, glaube ich, große Probleme mit gehabt. Erfolgsdruck, Termindruck, 2 Ehen zerbrechen. Alte Freunde beklagen, Hans Hartz habe sich verändert. Charakterlich ja doch, die Toleranzschwelle ist nach unten gegangen. Die ist nicht mehr so hoch gegenüber anderen Problemen, die andere Leute auf mich zubringen. Ansonsten hat sich mir gegenüber wohl eher die Umwelt verändert. Das heißt, alte Bekannte, die man hatte, mit denen man über private Probleme reden konnte, sind nicht mehr in der Lage, das zu tun, weil eine gewisse Scheu rüberkommt. Und nehme auch sehr viel Abstand mit dem Mann. Auch mit einer erfolgreichen Bierwerbung hat Hans Hartz kein Glück. Ich glaube, der hat 3.000 D-Mark bekommen für diesen Song. Und die haben den weltweit vermarktet bei Becks. Und da hat er auch
alle sprachen natürlich von dieser tollen Stimme. Und das hat ihn so genervt, dass er irgendwann bei denen angerufen hat. Und das hat ihn aber nicht geschmeckt, den Becks. Jedenfalls hat er sich einen Fehler gemacht, er hat auch noch den Chef von Becks direkt angerufen und hat den natürlich nicht so ruhig, wie ich das jetzt schildere, einfach mal die Meinung gegeigt und hat gesagt, so will ich nicht. Und dann hat er gesagt, gut, wenn Sie nicht wollen, dann nicht. Und dann haben die, ein paar Wochen später, haben sie Joe Cocker engagiert. Für 1 Million Dollar hat er diesen Song dann nochmal auf Englisch gesungen. Und das natürlich für Hans, das war natürlich furchtbar. Wie geht es dir nach all den Jahren? Wie kommt's? Sein Comeback scheitert Ende der 80er Jahre. Hans Hartz ertrinkt in Selbstmitleid. Dein blinder Passagier. Ja, das war eigentlich auch so in der Zeit, wo es bergab ging, wo er nicht so gefragt war. Und das hat schon ihn genagt, weil er sich ja in jeden Song reinkniete. Es ist ja oft mit einer wahren Geschichte verbunden, dass er daraus einen Song machte. Nur Steine leben lang. Am 30. November 2002 stirbt Hans Hartz. In diesem Jahr wäre der Lundener 70 Jahre alt geworden.